Hallöchen und willkommen an alle treuen und neuen Zuschauer von Stellar Sovereigns. Heute ein Infovideo dazu, dass so wie es ausschaut, werden wir Stellar Sovereigns unter anderem in die Sommerpause schicken. Jetzt mal vorausgesetzt für einen Monat, voraussichtlich für einen Monat, denn im letzten Stream ist uns vermehrt ein Bug aufgefallen, ein Crash passiert. Die Bugs habe ich zuvor schon gemeldet und jetzt habe ich auch mit dem Entwickler wieder Kontakt aufgenommen, der sich auch entschuldigt hat, dass er jetzt an die letzten Nachrichten nicht reagiert hat. Er hat erst jetzt eine Meldung bekommen von Discord. Ich kenne das Problem, manchmal ist das etwas mehr zeitverzögert. Er hat mir versichert, dass er an der Patch arbeitet. Und ich habe ihm jetzt von meinem Entschluss erzählt und ihm somit auch, sage ich mal, genug Zeit dafür gegeben. Denn er wollte bis zum nächsten Stream dringend den Patch fertig machen und der nächste Stream wäre heute gewesen, um 19 Uhr. Und somit, ja, ich wollte ihm nicht unnötigen Stress machen. Er soll auch seine Zeit genießen können und er arbeitet daran. Und zusätzlich habe ich noch ein paar Infos für euch. Und zwar am Wasser genau arbeite. Und zwar um das jetzt dann richtig vorzubereiten. Bekomme ich hier mal Seite auf. So. Gut, meine Lieben. Dann. Als allererstes die Info. Von ihm geschrieben, ein weiteres Problem ist, dass ich die KI überarbeite, um sie in die Diplomatie zu integrieren, so dass es eine Weile dauern kann, einen neuen Patch zu erstellen. Außerdem bin ich gerade dabei, den Schiffsanstrich-Editor zu aktualisieren, was erfordert, dass ich alle Schiffstekturen neu matche. Dazu habe ich von ihm dieses nette Bildchen hier bekommen. Ich kann euch den Bildausschnitt vergrößern. Und man sieht hier jetzt in dem kurzen Ausschnitt, wie die Farbgebung und die Farbzusammensetzung funktionieren wird. Finde ich sehr cool, muss ich sagen. Finde ich wirklich sehr cool. Und dann gab es noch er arbeitet an einem neuen Scheibenformgenerator für die Sternenkarte, um eine Sternenkarte zu erstellen in Scheibenform. Ne? Und zusätzlich bekommen alle Systeme eine Flagge mit dem Namen und einen Emblem. Den Namen, ein Namensschild und ein Emblem. Ja, und so steht es da übersetzt. Und das sieht dann so aus. Ziehe euch das mal hoch. Das ist jetzt exklusives Video-Footage vom Entwickler. Und ich kann es leider nicht pausieren. Ihr könnt es vielleicht, wenn ihr das Video seht, auf Pause drücken und dann die Namen abgleichen. Aber ich finde es schon mal sehr interessant und sehr cool. Und auch Dankeschön für den Einblick in seine Arbeit. Finde ich sehr, sehr elegant. Okay, meine Lieben, dann bis zum nächsten Patch, bis zur nächsten Info zu Stellar Sovereigns, sage ich mal, ab in die Sommerpause mit unserem Let's Playtest, mit der Let's Playtest-Serie. Und zu dem Titel hören wir uns dann wieder. Soweit mal, alles Liebe und bleibt gesund. Euer Altron. Schönen Urlaub, wenn ihr in Urlaub geht.